irgendwie nicht. Als Avery hier angekommen ist, war der Ort bereits verlassen. Das stimmt wohl. Bei dem hohen Kopfgeld auf ihn hat er sich hier versteckt. So. Wieder ein kleines Filmchen. War zwischen Rafe und dir. Ich kam nicht mit ihm klar. Er hatte bestimmt auch genug von mir. Ich musste deinen Tod verarbeiten und er war frustriert, dass er den Schatz nicht fand. Naja, als ich fort bin, hätte er mich wohl am liebsten umgelegt. Überleg mal, was er dir jetzt antun will. Ja, lieber nicht. Sam, hör zu, er ist skrupellos. Noch schlimmer, als er es im Team mit uns schon war. So, jetzt kam er endlich mal wieder. Es wird ziemlich viel gesprochen im Game. Ja, da erstmal herzlich willkommen in Schottland. Sieht ja auch wieder sehr nice aus. Ihr wisst, was das heißt. Erstmal ein Screenshot. Okay, und dann gucken wir mal, ob wir denn hier Averys Grab finden. Würde ich sagen, rutschen wir mal hier runter, so schick. Hui, hui, hui. Ah, er kommt auch. Glaub mir, ich auch. Noch ein Grund, warum ich kein schlechtes Gewissen habe. So, okay, dann müssen wir anscheinend hier rüber. Da unten ist irgendwas. Ui. Ist das tief? Du sagst es. Suchen wir einen anderen Weg nach unten. Ja, wir könnten hier schön runter glitschen. Wollen wir es wagen? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Einen anderen Weg wird es hier kaum geben, ne? Oder doch? Ich weiß es nicht. Meine Lieben, wir wagen es mal. Wenn wir drauf gehen, gehen wir drauf. Ja, wir gehen drauf. Okay. Aber wenigstens wissen wir jetzt schon mal, hier, den Weg geht's nicht lang. So. Okay, das heißt, wir kommen hier, aber wie kommen wir denn da weiter? Muss es ja wieder irgendeinen Weg geben. Da oben vielleicht? Das sieht auch nicht so aus. Was tun? Aber hier kommen wir ja so gar nicht rüber, ne? Oh ja. Es ist aber egal, wir können uns hier nirgends an der Kante festhalten. Also ist ja im Prinzip egal, wo wir hier runterrutschen. Es geht auf jeden Fall in die Hosen. Anvisieren können wir hier auch nichts. Hip. Ja, sag du mal was an, Freund. Eine Knarre haben wir auch dabei. Wir müssen darüber, oder? Okay, da kommen wir nicht hoch. Jetzt ist guter Rat teuer. Wir können hier auch nirgends irgendwo ein Seil festmachen, oder? Also wir rutschen hier vielleicht runter und können dann wieder irgendwie mit einem Seil. Boah. Ne, gar nichts, da geht gar nichts. Hinweise gibt's auch keine? Kann ja dann nur der Weg sein. Ah, ah. Verdammt.
Kalle, der Noob. Kann ja gar nichts. So. Aber wir können hier wirklich nichts festmachen, ne? Aha. Ah, ja, okay. Ja, das hätte man auch mal sagen können. Das hätte man mir ja auch sagen können. So. Da können wir aber festmachen. Ich wusste es doch. Das sollte halten. Oh, gute Idee. Dann seilen wir uns mal ab. Ja, komm weiter. Ah, Ausgrabungsstätte. Was ist denn das? Ausgrabungsausrüstung. Schorlein? Was? Da. Ich dachte, die wären an der Kathedrale. Scheiße! Runter! Wow. Alter! Sehr schön. Okay, alles okay. Ja, sehr erfreut, Schorlein. Die haben uns wohl erwartet. Und die suchen fernab der Kathedrale. Weshalb wir zu diesem Friedhof müssen, sofort. Ganz genau. Erstmal Munition einsammeln. Da oben, der hatte, glaube ich, auch noch. Der Kathedrale gesucht. Ja, das haben wir. Ein bisschen, aber der Ort ist riesig. Okay, voll. Wenn man nicht weiß, wo, ist das die Nadel im Heuhaufen. Oder der Sprengsatz im Heuhaufen. Wow. Wie geil das aussieht. Ist nice. Aber ich glaube, wir müssen hier rüberspringen. Okay. Was ist das hier? Die Mönche hatten mehrere Wohnquartiere. Das größte natürlich beim Friedhof. Wenigstens keine Shoreliner. Okay. Sieht aber nice aus hier. Vielleicht haben wir Glück und die jagen sich in die Luft. Ich ziehe mal lieber meine Wumme. Man weiß ja nie. Was liegt denn hier? Da wollen wir wetten? Yep. Dynamit. Hey, sei vorsichtig damit, ja? R1 halten. Was zum Abbruch des Wurfes? Ah ja, okay. Also mit R1 werfen wir schon mal Dynamit, das ist gut zu wissen. Ja, aber was sollen wir denn da aufsprengen? So, kommen wir hier hoch. Nein. Da legen wir uns auf die Schnauzen. So. Wo ist er denn jetzt hin, unser Brother? Da hinten steht er und guckt blöd in der Gegend rum. So. Hui. Oh, da ist tief. Oh, da ist sehr tief. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Von da oben kommen wir, ne? Ja. Da kommen wir nicht weiter. Shoreline. Gibt's da irgendwas, was... Nö. Müssen wir wahrscheinlich durch das Tor, oder? Können wir das aufsprengen?
Ja, können wir. Das war laut. Hoffentlich haben die nichts gehört. Hoffentlich ist das in den Explosionen untergegangen. Sieh mal, da ist ein Weg durchs Dach. Das ist zu hoch für eine Räuberleiter. Dann suchen wir was zum Draufklettern. Ja. Genau. Irgendwo was zum Draufklettern. Was ist denn mit den Paletten hier? Eher weniger. Hat hier irgendjemand was zum Draufklettern? Lauter Werkzeug. Hast du was? Bruder, hast du was? Nee, anscheinend nicht. Er rennt auch rum wie Falschgeld. Was ist denn hier mit? Ah, da oben ist doch ein Rollwagen. Hey, damit können wir rausklettern. Damit können wir wohin klettern? Ja, hier schon mal nicht. Ach, da am Gerüst wahrscheinlich. Langsam. Ja, was ich sag, am Gerüst. Ja, und was bringt uns das? Es bringt uns quasi gar nichts. Wohin will er denn rausklettern? Weiter geht's halt nicht. Ja, komm. Weg mit dem Ding. So. Und wohin will er denn jetzt rausklettern? Jetzt? Hier bin ich doch vorne runtergeklettert. Ja, vermutlich muss ich das Tor wieder sprengen, weil hier kommen wir runter, ne? Ja, Achtung, ich sprenge das Tor. Kaboom. Bitte, nimm das, Tür. Du machst das echt ganz gut. Ich habe in den letzten Jahren einiges in die Luft gejagt. Ah, wir kommen doch drauf. Der Kalle braucht zwar immer zwischendrin ein bisschen länger, aber es läuft. So. Mit dem Ding hier rumeiern, ey. Zack. Ja, wie schön es da auch stehen bleibt. So, einmal hier lang, einmal hier runter. Ich hab gewusst, dass die Kasper kommen. Eins, zwei, drei. Wo sind unsere Jungs? Waffen entsichert lassen. Das sind die, vor denen Nadine uns gewarnt hat. Sie? Egal. Der Befehl lautet, Ziele eliminieren. Und tschüss. Oh, shit. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe ein Mistfeuer hier. Ah, Mist, wer kommt denn da schon wieder? Ich glaube ja, so ein Wichser. Ich habe sie gesucht. Arschloch. Wow, wow, wow. Jetzt. Was? Lass doch das Ding los! Alter!
Oh. Was? Pisser. Alter. Wechsel mal die Knarre. Wie kann ich denn die Knarre wechseln? So. Sie waren gerade da drüben. Beweg dich. Durchsuch das Gebiet. Alles okay. Sie sehen uns nicht. Wasser. Okay, da unten ist noch einer. Drüben stehen zwei. Komm doch mal hier hoch, du Kasper. Probieren wir es mal. Achtung, Dynamit. Dafür sehe ich dich. So, wieder zwei weniger. Wo sind die jetzt, die Kasper? Keiner mehr da, oder was? Sind die jetzt weg? Wo sind die denn, du? Hey, da oben. Da oben sind sie. Hallo, Freund. Einer weniger. Zack. Oh, Alter, was ein Friedhof hier. Okay, gut gemacht. Das hätte böse enden können. Ja, verschwinden wir, bevor jemand nach denen sucht. Genau, hätte das. Ja, komm, schieb das Ding jetzt hier. Wer damit rumeiert, ey. Aber was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist Dynamitvorrat auffüllen. So. Und AK-47 Munition. So. Jetzt haben wir alles. Okay. So, los. Auf geht's. Genau, los geht das. Mal besser die Knarre nehmen. Folgen wir jetzt dem Weg hier? Okay. Ah ja. Nee, doch nicht. Ist eine gute Frage, was jetzt? Da oben geht's weiter. Hab es. Wow, Vorsicht. Ah, okay, da können wir uns festhalten. Wow. Und jetzt einmal die Wand hoch. Ich benutze den Haken. So. Jetzt müssen wir höchstwahrscheinlich darüber, oder? Ja. Okay, meinst du schaffst das? Was willst du denn? Von mir hast du das gelernt. Schön, dann lass mal sehen. Genau, lass mal sehen.
Siehst du? Ziemlich tollpatschig.